Hallo, wir drehen gerade eine neue Folge für den Fitwoch und beim Drehen heißt es vor allem warten, warten, warten auf die Kamera, auf den Ton, auf die Maske. Ich habe einen ganz tollen Trick, wie man die Wartezeit super überbrücken kann. Ich nutze die Pause und mache Yoga-Übungen wie zum Beispiel der Baum. Ja, du nicht, du musst umbauen. Das Ganze habe ich mir bei Judith Stoletzke abgeschaut. Sie hat ein sehr lustiges Buch dazu gemacht, Yoga While You Wait. Judith, warum ist Yoga die beste Möglichkeit, um Pausen zu überbrücken? Ich bin mir nicht sicher, ob es die beste ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute und es ist auf jeden Fall sehr viel besser auch, als immer sofort aufs Smartphone zu gucken, wenn man mal eine Minute Leerlauf hat. Und das kann man überall machen. Überall. Warteschlange am Kiosk? In jeder Warteschlange. Oder Fahrstuhl, wenn man drauf wartet? Perfekt. Bushaltestelle? Bushaltestelle ist ganz besonders geeignet, wenn da keine Sitzgelegenheit ist, dann kann man sich eine machen mit einer Übung, die heißt der Stuhl. Beim Stau auf dem Autodach? Ich würde lieber im Auto was machen, da gibt es eine herrliche Übung zum Stressabbau, die heißt der Löwe.